Was geht, Corey hier und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich die Bibel lese und euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Es ist schon ein bisschen länger her, dass wir hier eine Bibelstunde gemacht haben, aber es hat sich keiner beschwert, also hat mich wohl keiner vermisst. Aber ja, ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir das Wort lesen und deshalb mache ich diese Serie auch. Wir haben bis jetzt das Markus-Evangelium gelesen, Kapitel 1 bis 14. Und heute kommt Kapitel 15. Wir haben von Jesus gelesen, wie er angefangen hat, wie er seine Jünger ausgewählt hat, wie er verfolgt wird und wie er jetzt gefangen genommen wurde. Und heute lesen wir weiter Jesus vor Pilatus. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wenn euch das Video gefällt, auch das Video zu liken. Das hilft mir und YouTube, das Video zu verbreiten und uns zusammen hilft es einfach, Gottes Wort zu verkünden. Falls ihr nochmal von Anfang an anfangen wollt, unten in der Beschreibung ist auch ein Link zu der Playlist, wo ihr alle Videos nochmal schauen könnt. Aber ich möchte heute starten mit einem Gebet. Ja, hey, ich danke dir, dass wir heutzutage einfach so zusammenkommen können übers Internet, auch in unterschiedlichen Zeiten, Herr. Und ich danke dir, dass du durch mich sprechen kannst, Herr, und dass wir dein Wort haben. Ich bitte dich, dass jeder, der heute zuhört, einfach etwas mitnehmen kann, das gepflanzt wird und das irgendwann auch aufgeht, Herr. Dass es nicht in ein Ohr reingeht und in das andere Ohr wieder raus, sondern dass wir alle etwas mitnehmen können, Herr. Amen. Fangen wir an und lesen Markus 15, Vers 1. Und da heißt es: Früh am nächsten Morgen traten die obersten Priester, führenden Männer des Volkes und Schriftgelehrten, der gesamte Hohe Rat zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Sie fesselten Jesus und brachten ihn zu Pilatus, den römischen Statthalter. Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus erwiderte: Ja, es ist, wie du sagst. Daraufhin legten die obersten Priester Jesus zahlreiche Verbrechen zur Last. Pilatus fragte ihn: Hast du nichts dazu zu sagen? Siehst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch zum großen Erstaunen von Pilatus schwieg Jesus. Also wir sehen hier wieder dieses Setting, wo wir sind. Wir wissen, dass die Juden, die Hohepriester, die Schriftgelehrten einfach alle was gegen Jesus hatten, weil er etwas anderes verkündet hatte, als sie gerne hätten. Sie wussten zwar alle, dass ein Messias kommen wird und sie wussten auch, dass diese ganzen Prophezeiungen eintreffen werden, aber Jesus hat nicht das erfüllt, was sie gerne hätten. Deshalb haben sie ihn als falschen Propheten gesehen und vor allem als Gotteslästerer. Denn er hat selber von sich behauptet, Dinge zu tun, zu können, die nur Gott kann. Und hier sehen wir, dass er vor Pilatus steht. Pilatus ist natürlich ein römischer Mann. Die Juden konnten nicht viel machen zu der Zeit. Sie konnten jemanden vor Gericht zerren, aber sie konnten niemanden verurteilen, denn sie hatten keine Macht in diesem Land. Denn sie waren ja auch unterdrückt. Vergesst nicht, Wasser zu trinken. Und Pilatus fragt ihn hier: Bist du der König der Juden? Worauf die Juden ja eigentlich auch gewartet haben. Und zu dieser Frage sagt Jesus einmal: Ja, oder du sagst es. Und in Johannes 18, Vers 36 bis 38 sagt er sogar noch mehr. Da sehen wir diese Szene aus einer anderen Perspektive. Und da sagt Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und dann lesen wir noch in 38 am Ende, dass Pilatus ihn nicht für schuldig gesprochen hat. Denn rein theoretisch hat Jesus ja nichts getan. Also klar, die haben die ganze Zeit irgendwelche falschen Anschuldigungen gegenüber Jesus gebracht. Aber Pilatus als Außenstehender hat eigentlich nichts Falsches an Jesus gesehen. Aber lesen wir weiter. Nun war es Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt worden war. Eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich, einen Gefangenen freizulassen. Soll ich euch den König der Juden freilassen? Fragte Pilatus.
Denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Also er hat es erkannt. Doch nun hetzten die obersten Priester das Volk dazu auf, die Freilassung von Barabbas statt von Jesus zu fordern. Wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus sie, was soll ich dann mit diesem Mann tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien, kreuzige ihn. Warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Wir lesen hier, dass Pilatus Jesus eigentlich gar nicht verurteilen wollte. Und es war Brauch, dass man zu einer gewissen Zeit einen Gefangenen einfach freilässt. Und dann stellt er zwei Menschen gegenüber. Einmal Barabbas, der wegen Mord hinter Gittern steht, und einmal Jesus, der rein theoretisch gar nichts falsch gemacht hat. Und er lässt die Menschen wählen. Wen von ihnen sollen wir freilassen? Und dadurch, dass die Hohepriester so viel Macht hatten, wurde letztendlich dafür gewählt, Barabbas freizulassen. Und was wurde mit Jesus gemacht? Jesus soll gekreuzigt werden. Und dadurch, dass Pilatus den Menschen gefallen möchte, tut er natürlich das, was die Menschen wollen. Und wir sehen das auch heutzutage. Und die Bibel sagt uns das auch, dass es eine Zeit kommen wird, und die gab es auch schon damals, wo Menschen das Gute mit dem Schlechten verdrehen. Und das sehen wir heutzutage auch. Leute, die unglaublich schlecht sind, werden gefeiert, aber Menschen, die total unschuldig sind, werden verfolgt. Und wir sehen einfach nur, wie offensichtlich falsch das ist. Das ist ein Mörder, er hat nichts getan, aber der Mörder wird freigelassen. Und wir lesen sogar hier auch in Vers 10, denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Nur aus Neid. Also er sieht doch schon, dass er total unschuldig ist. Aber es ist ihm wichtiger, sein Ansehen zu bewahren, als das Richtige zu tun. Lesen wir weiter ab Vers 16. Und da heißt es, die Soldaten brachten Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihm ein purpurfarbenes Gewand an und setzten ihm eine geflochtete Dornenkrone auf den Kopf. Dann salutierten sie und riefen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten nieder und huldigten ihn. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand wieder aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Es hat angefangen, die Kreuzigung von Jesus. Angefangen mit einem purpurfarbenes Gewand, eine Dornenkrone und Schläge auf den Kopf, anspucken, verspotten. Wir lesen auch jetzt in Johannes noch, dass da noch viel mehr passiert, dass Pilatus ihn wieder nimmt, vor die Menschenmenge reißt und sagt, hey, guck mal, der hat doch gar nichts getan, aber weil er Angst hat vor dieser Menschenmenge, die einfach gegen Jesus ist, lässt er einfach weiter zu, dass er gefoltert wird und letztendlich gekreuzigt wird. Und wir sehen einfach, wie grausam die Menschen mit Jesus umgegangen sind. Nicht nur die, die ihn wirklich geschlagen haben und ausgelacht haben und fertig gemacht haben, sondern vor allem sein eigenes Volk, die Juden, die Hohepriester, die dies eigentlich besser wissen sollten, haben Jesus verraten und ausgeliefert. Als nächstes kommt die Kreuzigung. Aber ich belasse es erstmal dabei. Falls ihr Fragen habt, stellt mir die gerne unten in die Kommentare. Falls ich Sachen ausgelassen habe, kein Problem, schreibt mir die unten in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Core hier, ihr da. Alles klar. Und falls ihr jetzt wieder von 1 anfangen wollt, klickt doch hier, das ist die Playlist von dem Bibelstudium. Und auf der anderen Seite ist noch ein cooles Video, was ihr euch auch gerne anschauen könnt.